Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vectorcam TV. Heute möchten wir Ihnen einmal den Spannmittelmanager vorstellen und dessen Nutzung im 3D-Fräsen. Wir haben hier eine Step-Datei von einem Schraubstock und diese möchten wir jetzt in unsere Spannmittelliste einfügen. Sie sehen hier oben, in der Jobliste gibt es zwei neue Reiter, einmal die Spannmittelliste und die Rohteilliste. Die Rohteilliste, den Rohteilmanager, werden wir zu einem späteren Zeitpunkt in einem anderen Video behandeln. Heute kümmern wir um den Spannmittelmanager und dessen Nutzung im 3D-Fräsen. Als allererstes wähle ich jetzt hier oben meinen Aufsatz an, gehe ins CAM Spezial, da finden Sie diese neue Funktion und sage ihm einmal, du bist ein Spannmittel und sage, du bist Aufsatz. Vorne. Das ist die Backe vorne. Aufsatz hinten. Und die Backe hinten. Nehme ich noch den Schlitten da unten hinzu. Sage, okay, so. Jetzt habe ich unser Spannmittel vorbereitet, habe das hier in unserer Spannmittelliste, kann mir das jetzt speichern und jedes Mal neu wieder nutzen. Also das brauche ich nicht jedes Mal machen, speichere ich mir einmal, nutze das dann immer wieder. So, jetzt möchte ich dieses Spannmittel an eine Datei einfügen. Das heißt, ich öffne jetzt ein anderes Fenster, wo ich eine Datei schon habe, habe mir ein Rohteil erstellt. Habe meinen Nullpunkt hier unten hingesetzt. Das ist der Einfügepunkt für mein Spannmittel. Sage jetzt hier einmal alles selektieren. Kopiere mir das und füge das dann hier ein. So. Was ich jetzt natürlich noch machen muss, ist das Spannmittel hier zu öffnen. Und das macht man wie folgt. Ich gehe jetzt hier auf den Aufsatz vorne. Ich weiß, mein Rohteil ist 25 mm breit, also verschiebe ich es hier in Y minus 12,5. Nach hinten natürlich dann ins Plus. So, jetzt habe ich mein Spannmittel dort platziert. Jetzt schiebe ich meinen Nullpunkt einmal an. Hier möchte ich mein Werkstück Nullpunkt setzen, fixiere ihn. Und jetzt fange ich schon das Programmieren an. Ich sehe hier, mein Rohteil ist 45 mm hoch. Ich möchte komplett dran herschrubben. Das heißt, ich sage jetzt einmal, die Flächen wähle ich aus, gehe ins Fräsen 3D, Z konstant, nehme einen 16er Fräser, Aufmaß 3 Zehntel, sage ihm jetzt hier, bis minus 46 möchte ich schrubben, stelle 23 mm zu, also zweimal. Sage ihm, die Schrägen möchte ich vorarbeiten, 23 Zwischenstufen. Und gehe dann hier in Reiterbegrenzung. Und da haben wir halt einen neuen Reiter, der nennt sich Spannmittel. Und da kann ich jetzt das Aufmaß auswählen, ein globales oder ein radial-axial. Ich möchte jetzt hier, ja, lassen wir mal 2 mm drin, in XY und in Z 1 mm Aufmaß lassen vom Spannmittel. Gehe dann hier hinten in die Geometrie, wähle meine Flächen aus, bestätige die, wähle mein Rohteil aus, das ist ja so, dass wir so kennen. Und jetzt muss man einmal hier noch, neuer Reiter, auch das Spannmittel auswählen. Dort nehme ich natürlich nur die beiden oberen. Warum soll ich das andere mit reinnehmen? Ist nur unnötige Rechenzeit. Sage einmal okay. So, jetzt sehen wir hier die Datei. Und jetzt gehen wir einmal in die Maschinensimulation. Und ich habe, Sie sehen hier an meinem Spannmittel, ich habe hier unten ein Konstruktionsachsenkreuz. Das ist dann der Einfügepunkt immer für meine Maschinensimulation. Ich brauche halt nie überlegen, wo liegt jetzt mein Teil. Ich setze meinen Nullpunkt jetzt hier einmal dran. Das kann man sich dann einmal an Spannmittel dranfügen und dann immer wieder nutzen. Jetzt gehe ich einmal in meine Maschinensimulation. So, jetzt sind wir hier in der Maschinensimulation angekommen. Hier gibt es dann einen neuen Reiter hier oben, Spannung. Durch das Nutzen des Spannmittelmanagers wird das hier dann automatisch angezeigt. Ich kann es jetzt hier einmal ausblenden oder einblenden.
So, und dann sehe ich jetzt hier mein Bauteil, mein Spannmittel und jetzt lasse ich es einmal ablaufen. Und der berücksichtigt halt das Spannmittel dementsprechend mit den Aufmaßen, wie ich ihm gesagt habe. So, man sieht jetzt wunderbar, er ist vom Spannmittel weggeblieben. Das war zerkannt, schrubbt da. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Ihr Vectorcam-Team.